Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich mit euch eine, ganz schnelle Karte basteln. Wenn ihr mal zu irgendeinem Anlass eine Karte benötigt, wo ihr nicht mehr ganz so viel Zeit habt, und gerade nichts zur Hand habt, möchte ich euch halt einfach mal zeigen, wie man ganz schnell eine schöne Karte gestalten kann mit wenig Materialien, mit wenig Aufwand. Ja, wir starten ganz einfach. Was brauchen wir? Ihr braucht eine Grundkarte. Ich habe mich hier für das Grundweiß entschieden von Stampin' Up. Das ist in den Maßen 21 x 14,9 cm und gefalzt ist es auf der langen Seite bei 10,5 cm. Dann braucht ihr ein Stück Grundweiß in den Maßen 12 x 9 cm und ihr braucht ein Stückchen Grundweiß in den Maßen 8,5 mal 1,8 cm. Und das wird das Etikett. Und damit fangen wir auch jetzt gleich an und stempeln uns darauf einen Spruch. Und da haltet ihr euch jetzt einfach wieder an den Anlass. Was habt ihr vor? Was wollt ihr oder wem wollt ihr etwas schreiben? Was soll auf die Karte vorne drauf? Also wie gesagt, welcher Anlass? Ja, und da habe ich mich jetzt mal für einen ganz neutralen Spruch entschieden, um einfach jemanden ein bisschen Mut zu machen, ein bisschen Trost zu spenden, ein bisschen Hoffnung zu machen, wie auch immer man den sehen möchte. Und den Spruch habe ich aus diesem Set hier, Naturgedanken, und habe ich mich für diesen Spruch entschieden. Was dein Herz berührt, kann deine Seele heilen. Den fand ich einfach schön. Ja, und den nehme ich jetzt einfach. Den ziehe ich mir jetzt erstmal auf einen Acrylblock. Ich nehme jetzt mal den hier. Ich habe jetzt gerade keinen anderen da. Und den Spruch möchte ich ja nun hier ganz gerade drauf haben. Und das ist ja manchmal nicht so einfach. Deswegen habe ich mir ein ganz tolles Hilfsmittel zur Hand genommen von der lieben Sarah. Und zwar ist das der neue Olaf. Ja, das ist dieser hier. Ist der nicht toll? Sie hat den überarbeitet. Ich zeige euch mal den alten. Das ist dieser hier. Der ist aus zwei Stücken gefertigt, wie ihr seht. Ja, und jetzt hat sie mir diesen zukommen lassen. Und ich finde, also Sarah, wirklich, der ist echt gelungen. Der ist toll. Der ist einfach schön. Ja, und der, wie ihr seht, ist aus einem Stück. Wunderschön, auch hier diese Akzente, die sie hier gesetzt hat, den Olaf hier eingefasst in das Holz und da noch so ein bisschen so Acryl drüber gesetzt. Richtig schön. Ja, und hier steht natürlich auch nochmal der Name, Olaf. So heißt er nämlich. Also wirklich ganz toll und ich möchte euch den heute mal vorführen, das gleich nutzen. Und zwar bestempeln wir jetzt hier unser Etikett. Und dazu benötigt ihr noch so ein. Upsa, mal ganz kurz hier. So, dieses Teil, das ist nämlich noch dabei bei dem Olaf. Also wenn ihr den mal kaufen solltet, das ist dabei. Und den legt ihr euch jetzt hier in diese Ecke rein. Seht ihr das? Also dieser Teil hier in die Ecke rein. Und jetzt könnt ihr den Spruch einmal hier drauf stempeln. Und da nehme ich mir jetzt ganz einfach jetzt das Schwarz. Also nochmal Olaf. Dann hier dieses Teil drauf. Ah, jetzt sehe ich gerade, das geht gar nicht. Ich mache es nochmal ab. Wir müssen das ein bisschen mehr hier hin machen. Genau. Geht auch. Ja, das ist, weil ich einen falschen Acrylblock nehme. Normal nimmt man einen kleineren, aber den habe ich gerade eine andere Verwendung. So, und jetzt nehmt ihr das, geht in eure Tinte und stempelt diesen Abdruck einmal hier auf eure Folie. So. Und jetzt könnt ihr diese Folie nehmen. Das ist übrigens eine Folie, die muss so oben drauf glatt sein. Da stempelt ihr drauf. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen rauer. Die immer nach unten nehmen. Ich stempel immer auf diese glatte Seite und jetzt kann ich mir mein Etikett nehmen, leg mir hier meinen Spruch drauf, so dass es schön gerade ist, also nicht so oder so, ne, sondern schön gerade.
Und dann nehme ich mir meine Stempelhilfe zur Hand, setze die wieder hier genau auf diese Ecke, nehme dann das weg. Das Blatt darf natürlich jetzt nicht verrutschen. Nehme mir wieder Farbe auf und setze mir den hier, zack, in die Ecke rein. Und jetzt, wenn alles geklappt hat, dürfte da der Abdruck gerade auf dem Etikett sitzen. Tada! Ist das nicht toll, klasse, wunderbar? Also ich bin jedes Mal begeistert. Ich habe nämlich festgestellt, dass wenn man die Stempel von Stampin' Up zum Beispiel oder andere Stempel, wenn die nicht richtig aufgezogen sind, also bei Stampin' Up ist es ja so, dass die hier so eine Kleber haben, die man dann auf die Stempel auf drauf macht, ne? Und manchmal sind die einfach ja versetzt zu dem Stempelabdruck und dann stempelt man einfach nicht gerade. Und das finde ich immer so schade. Und da ist so eine Stempelhilfe, also kann man echt nur einen Daumen hoch geben. Also mir ist es wirklich eine Hilfe. Ja, unseren Spruch haben wir dann schon mal hier drauf. Wunderschön. Den lege ich jetzt aber erstmal zur Seite, denn den brauchen wir erst später wieder. Olaf hat heute auch jetzt ausgedient. Den benötigen wir jetzt erstmal nicht mehr. Dann nehme ich mir hier so ein Tuch und wische mir das am besten gleich wieder ab, weil das ist jetzt eine Archivtinte, macht aber nichts. Die geht natürlich nicht so gut wieder ab. Da könnt ihr vielleicht dann irgendwie mit Stayson oder sowas, so ein Stayson-Reiniger nehmen. Da wird es bestimmt abgehen. Den habe ich aber nicht hier, weil Stayson ist jetzt nicht so meine Farbe oder mein Medium zum Stempeln. Okay, also wie gesagt, mir stört das nicht, wenn jetzt hier so ein bisschen Muster noch drauf ist. Wurscht, man kann das auch drehen, man kann auch hier wieder normal drauf stempeln und da ist das auch ohne Probleme dann zu benutzen. So, das tun wir dann erstmal zur Seite. Das tun wir wieder in die Hülle. So, und jetzt nehmen wir uns unser kleinen Aufleger, den wir vorhin zurechtgeschnitten haben. Und jetzt sucht ihr euch Farben aus in den Farbton eurer Wahl. Ich habe mich hier für vier Stempelfarben entschieden. Einmal für Lindgrün, Minzmakrone, Aventurin und Lodengrün. Und die werde ich mir jetzt nach und nach, ich fange immer mit der hellsten an, auf dieses Papier auftragen. Und dann nehmt ihr euch einfach so einen Verblendepinsel. Geht in das Stempelkissen rein, nehmt euch die Farbe auf und jetzt streicht ihr euch das hier so auf euer Papier. Ich nehme jetzt aber noch eine Unterlage. So. Und das gebt ihr euch jetzt hier mit dem Pinsel in ganz zarten Bewegungen auf euren Aufleger drauf. Wenn ihr ein bisschen mehr Druck anwenden wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Manchmal kann man auch im Nachhinein dann noch mal so ein bisschen Farbe nachlegen, wenn man das mag. Das macht einfach nach Gutdünken, so wie es euch gefällt eben. So, das ist die erste Farbe. Jetzt kommt die zweite, das Minzmakrone. Dann nehme ich jetzt den gleichen Pinsel. Ich tue mir den hier einfach mal ein bisschen, ja, wenn da noch was dran ist, sauber machen. Aber in der Regel ist da, zieht das schnell ein und man versaut sich ja dann somit auch nicht die Stempelkissen. So, wieder Farbe aufnehmen. Und dann wieder von außen aufs Papier auftragen. Kreisenden Bewegungen. Reicht mir. Jetzt kommt Aventurin.
die letzte Farbe, das Lodengrün. So, das reicht mir. Mit dem dunklen Tönen, jetzt nehme ich mir nochmal das Lindgrün, um hier auch nochmal ein bisschen Struktur reinzukriegen. Pinsel wieder ein bisschen sauber machen, das ist klar, weil wir gehen ja jetzt in die hellere Farbe rein und der Pinsel ist zwar jetzt so, aber der färbt nicht ab. Aber auf dem Papier kann es natürlich nochmal anders reagieren. Also wieder schön abreinigen und erst dann ins Stempelkissen. So, und jetzt gehe ich hier nochmal so ein bisschen drüber. Genau. Jetzt reicht es mir. Okay. Gut. Dann können wir das schon mal schließen alles und wegtun. So. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns hier ein Motiv drauf stempeln. Und das machen wir wieder mit dem Stempelset Naturgedanken, und zwar habe ich mich für diesen Abdruck entschieden. Den nehme ich mir raus, setze ihn auf einen Acrylblock und den stempel ich mir jetzt auch wieder in Schwarz. So, den stempel ich mir jetzt einmal hier, ein bisschen schräg, auf meine Karte. Guckt mal, ist das nicht ein toller Effekt mit diesem Hintergrund? Ich liebe das. Den Stempel immer gleich sauber machen, ne? Dann nehme ich ein Stempelset, das nennt sich Wiesenruhe. Und dann nehme ich diesen Abdruck. Und den stempel ich mir jetzt auf die andere Seite. Der nächste Abdruck stammt aus diesem tollen Set, Pressed Flowers. Ihr wisst, das ist ein Set, was ich auch sehr, sehr gerne habe. Und dann nehme ich jetzt den, den und den Stempel. Den stempel ich mir jetzt ein bisschen mit in die Blume hier rein.
Also es kann ruhig überlappen, denn auf einer Wiese sind ja die Blumen auch überlappt, ne? Stehen ja auch nicht so, dass man keine Luft, oder dass man Luft dazwischen hat, sondern die sind immer übereinander irgendwie. Und ja, ihr wisst schon. So, was haben wir denn hier noch? Da nehme ich jetzt den noch. Da kann ich den kleinen Acrylblock nehmen. So, und den stempel ich mir jetzt zweimal oder einmal. Ich gucke mal, ob ich vielleicht den ersten Abdruck weglasse und nur den zweiten nehme. Muss ich mal schauen. Ich glaube, ich nehme beide. Ersten setze ich mir hier rein. Und den zweiten einfach so daneben. So lassen wir das. Dann nehme ich mir noch mal das Set Wiesenruhe zur Hand. Und zwar nehme ich mir jetzt diesen Stempel mit diesen Farbklecksen. Und die Kleckse, die setze ich mir jetzt einfach unwillkürlich so ein bisschen so rundherum um die Karte. Dass es nochmal so ein bisschen spannender wird, das Ganze. Also einfach. So. Gut. Dann hätten wir das auch. Dann können wir auch schon weitermachen mit unserem Aufleger. Wie gesagt, es soll ja auch einfach und leicht bleiben. Und den schneiden wir uns jetzt zurecht. Und zwar nehmt ihr euch wieder euer Falz- und Schneidebrett und schneidet euch jetzt Streifen zurecht. Immer 2 cm dick sollen die sein. Dann schneidet ihr euch einfach euer eben gestaltetes zurecht in 2 cm Streifen. Das ist wirklich ganz einfach ist das. Und noch einmal. Dann nehmt ihr euch eure Grundkarte. Und jetzt wird das Ganze einmal hier aufgeklebt. Und ich mache das jetzt so, dass ich mir den Flüssigkleber nehme und mir einfach hinten drauf ein bisschen Kleber mache. Macht es nicht zu dick und auch nicht zu viel am Rand, dass euch das nicht durchschwubbelt an den Seiten. Und jetzt nehmt ihr euch, mal kurz gucken hier, die Seite. Nehmt ihr euch diesen Streifen und setzt den hier an den Rand, dass da an dem Rand noch ein bisschen was übrig bleibt. Achtet hierbei bitte darauf, dass es schön gerade ist und dass oben und unten auch der gleiche Abstand in etwa ist. Na? Das könnt ihr euch dann mit dem Falzbein so ein bisschen festdrücken. So, dann nehmt ihr euch Dimensionals.
Nehmt euch den nächsten Streifen und setzt euch hinten drauf drei dieser Dimensionals. Macht die Schutzfolien ab und nehmt den und setzt auch den da so an, dass oben unten natürlich der gleiche Abstand ist und aber hier an den, in der Mitte der gleiche Abstand wie hier am Rand. Seht ihr? Und dann drückt ihr das fest. Dann nehmt ihr den nächsten passenden Streifen, nehmt wieder euren Kleber und setzt den auch wieder da so dagegen. Mit etwas Abstand natürlich. Dann wird das passende nächste Teil halt da dann wieder ein Dimensional drauf, beziehungsweise drei. Und auch das wieder da ansetzen. Dann das nächste. Wieder mit Flüssigkleber und einmal ansetzen. So, und das letzte dann wieder mit Dimensionals. Das Ganze könnt ihr natürlich auch noch schmaler gestalten. Dann könnt ihr bei 1 cm jeweils zum Beispiel das Ganze schneiden. Das sieht auch richtig schick aus. Ich zeige es euch jetzt halt in dieser Variante. Was ihr dann draus macht, das ist natürlich euch überlassen. So, das letzte setzen wir jetzt hier einmal dagegen. So. Das hätten wir. Und jetzt seht ihr, jetzt haben wir einen richtig schönen Effekt. Guckt mal, ist das nicht toll? Ich finde das so schön. Und jetzt brauchen wir nur noch unser Etikett einmal hier aufsetzen. Und das könnt ihr euch jetzt auch aufsetzen, wie ihr möchtet. Ich mache es so. Ihr könntet aber auch das gegen den Rand setzen. Sieht auch sehr schön aus. Oder gegen diesen Rand. Na? Da spielt einfach mal, was euch am besten gefällt. Ich für mich mache es so. Seht ihr, dass da überall der gleiche Abstand ist, links und rechts. Dann gucke ich, welche Höhe. Und dann gebe ich mir einfach hier auf diese Stellen ein bisschen Kleber drauf. Und jetzt setze ich das hier passgenau auf meinen eben geschnittenen, aufgeklebten Aufleger. So. Ein bisschen andrücken. Einen kurzen Moment warten. Ja, und fertig ist die Karte. Was sagt ihr? Ja, wenn man möchte, kann man noch, bevor man das Ganze auseinanderschneidet und stempelt, noch ein bisschen vielleicht noch peppiger machen, indem man ein bisschen Wasserspritzer auf das Papier spritzt auf diesen Hintergrund und dann nehmt ihr euch ein Stück Zellstoff, tütscht da drüber und dann nimmt das von dieser Farbe, die ja wasserbasierend ist, unsere Stempelfarbe hier, nehmt ihr da von der Farbe wieder ein bisschen was ab und habt da wie so ein paar helle Hintergrundflecken, wie so ein Leuchten. Könnte man alles auch machen. Ich wollte es halt wie gesagt ein bisschen vereinfachter für euch heute zeigen. Macht das Beste draus. Ich bin gespannt auf eure Werke. Ich hoffe, ihr schickt mir wieder fleißig eure Bilder von euren Karten. Ich würde mich echt freuen. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zugucken. Wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bleibt mir schön gesund. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, sagt eure Claudia aus Heiligenstadt.